Hallo, heute möchte ich mit euch so einen Kantenhocker basteln. Zum einen gehört ja der Bart dazu. Und da habe ich mir das hier gekauft und nun stand ich hier gerade und habe überlegt, wie schneide ich das, weil ich kann nicht einfach drauf losschneiden. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme mir einen Kamm, mache mir die Form von meinem Bart, den ich dann nachher haben möchte, so wie ich ihn mir ungefähr vorstelle. Und schneide darunter. Wie gesagt, ich habe dieses Material nie gehabt. Das ist auch für mich das erste Mal. Und das gleich mal wieder wegpacken. Das ist ganz einfach nur Plüsch. Mit der Florhöhe 10 cm. So nennt sich das. Gucken, ob das so hinhaut mit unserem Bart. Ich finde nicht ganz. Und deshalb müssen wir hier noch ein bisschen nachschneiden. Denn ich will ja nicht, dass der Bart ganz runter geht. So, ich glaube, damit haben wir den Bart. Aber, wie gesagt, ihr solltet das echt mit dem Kämmen machen. Alles andere macht es nämlich echt schwierig. Und wenn man den dann so ein bisschen auseinanderfrieselt, haben wir ein Bart. So, das wäre dann das erste Teil. Dann brauchen wir natürlich den Kegel für die Größe der Figur. Der Kegel ist 26 cm in der Höhe. Der wird also auch noch relativ groß. Und wir brauchen natürlich auch auf diese Größe hin wieder von unserem Filz. Also, das Stück Filz habe ich jetzt mal geschnitten, 28,5 cm. So, und da man den Filz ja auch ein bisschen ziehen kann, machen wir das einfach mal. Wird dann natürlich so ein bisschen unwirsch, aber das macht ja nichts. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir können das natürlich auch so rum machen, weil wir müssen ja nicht ganz nach oben. Das hätte natürlich auch was. Jetzt und noch ein bisschen länger machen. Machen wir hier unten Heißklebe hin. Machen genau da und Heißklebe was hin.
denk dran, Heißklebe ist heiß, ne? Also vorsichtig mit umgehen. So. Und wenn ich da jetzt den Rest dran mache. So. Dann haben wir jetzt schon mal den Boden von unserem Kantenhocker. Gut. Und jetzt schneide ich hier nochmal hoch. Das ist wie gesagt, bei mir ist das so, ich überlege mir, wie ich vorgehe, wenn ich dabei bin. Und das ist, wie gesagt, manchmal ein bisschen unwirsch. Da ist irgendwie so ein bisschen Gärtnerzeug drin gewesen. So. Und dann machen wir das hier rüber. Schneiden wir auch wieder die Kante gerade hoch. So, und wenn man jetzt guckt, ist genau die Naht. Und nein, da machen wir gleich was, die sieht man nicht. So, wir müssen ja nur erstmal den unteren Teil fertig haben. So. Jetzt haben wir hier natürlich so überstehende Ohren. Die müssen wir noch weghaben. Das heißt, wir schneiden einmal hier ein Stück weg. Dann kleben wir das erstmal an, damit wir dann auch sehen können, wo da das Problem ist. So, das ist die eine und das ist die andere Seite. Das sieht man nachher ja alles nicht mehr. Dann schneiden wir hier noch ein Stück ab. Einmal links rum, einmal rechts rum. So. Und schon liegt das an. Mehr Kleber braucht ihr da nicht. Jetzt brauchen wir allerdings erstmal die Mütze. Und die Mütze würde ich ja gerne hier draus machen. Nur ist die Frage, wie machen wir das? Wie groß muss die Mütze werden? Ich glaube, das haut hin. So. Das ist wie gesagt, ich lege das an und überlege mir, ob das passen könnte. Und das kommt so ungefähr hin. Jetzt wird es aber allerdings interessant, weil, so, jetzt gucken wir mal. Wir machen uns auf dem Zettel mal eine Markierung. Das heißt, von der Länge ist sie bis hier. Ich mache das immer so, mal ganz grob. Und dann hier. Das ist unsere Mütze. Das schneide ich jetzt erstmal aus.
Und jetzt, wenn ich meinen Kegel drauflege und sage, da ist die Mütze, dann brauche ich ungefähr, hoch will ich das eigentlich gar nicht, ich möchte eigentlich eine normale Mütze, das machen wir anders. Dann wäre das so, dass die Mütze ja hier oben spitz anfangen muss. So, und jetzt kann man ja, damit beide Seiten gleich werden, das Papier falten. Dann habt ihr hier auf dieser Seite eure Zeichnung und schneidet da einfach mal dran runter. Das ist Müll und das wäre dann in etwa die Mütze. Mal gucken. Das kommt hin. So, klar, hier oben ist es nicht spitz. Das holen wir jetzt nach. Da schneiden wir einfach eine Spitze. Und da, wo das so ein bisschen abkantet, so ein bisschen nachschneiden, damit das ungefähr gerade aussieht. So, und das wäre jetzt die Passform unserer Mütze. Wobei... So, ich glaube, das ist besser. Gut. Das ist unser Stoff. Den müssen wir erstmal gerade schneiden. So, eigentlich habe ich ja so eine, wie sagt man, so ein Schneiderad. Aber... Ich wollte das hier jetzt nicht benutzen. So. Wir ziehen das, normalerweise würde ich sagen, pack es bis oben hin. Wir ziehen es ein Stück runter, weil wir haben es ja doppelt gelegt. Das heißt, die Mütze wird in dem Fall dann ein Ticken kleiner, aber das ist minimal. So, wenn das da drauf liegt, schneidet ihr erst die eine Seite dreht es um achtet drauf, dass eure Schablone richtig drauf liegt, weil feststecken ist ein bisschen schwierig und schneidet dann die andere Seite runter. Das tue ich natürlich nicht weg, das wird alles benutzt. So, ich habe meine Mütze, die in der Mitte zusammensitzt. Mal eben gucken hier. Am Rand Luft gegeben. Dadurch wirkte sie gerade ein bisschen schief. So. Gut. Das ist die Mütze. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar stecken. Ihr macht nur am Außenrand einmal hier und einmal hier Heißklebe hin. Dann nehmt ihr die Mütze, legt sie mal genau aufeinander.
lassen wir jetzt mal eben auskühlen. Jetzt brauchen wir noch Material für, wie heißt das, Material fürs Stopfen. So, und zum Stopfen nehmen wir sowas, nämlich alles meine Reste. Deswegen hebe ich in solchen Fällen diese Dinge auf. Der kann auch da rein. Gut, jetzt dürfte der eigentlich kalt sein. Ja, ist er auch. Und das kennt ihr alle, umkrempeln. So. Das wäre ja schon mal unsere Mütze. Wollen wir mal gucken. Da braucht auch gar nicht so viel rein, glaube ich. Nee. Damit das steif nach oben geht. Nur so ein bisschen was. Dann nehmen wir von dem Kleinkram lieber. Das heißt, als Füllmaterial habe ich dann auch. Dasselbe Material, ich nehme mir meinen Tegel zu Hilfe. Ziehe meine Mütze auch noch ein bisschen, weil das kann man ja gut. Ist ja Filz. Gut, da kann noch ein bisschen was rein. Wie gesagt, man muss diese Reste nicht wegtun. Ich finde, da kann man ganz gut auch Kissen mit stopfen und Stofffiguren, hätte ich bald gesagt, hier, Teddys und sowas. Ich glaube, dafür ist das immer noch gut genug. Und es ist vor allen Dingen dasselbe Material. So. Ich glaube, ich mache da doch mal Draht rein. Ich habe zwar nicht die leiseste Ahnung, wie das aussieht, wenn da Draht drin ist. So, ich habe mir mal so ein Stück Draht gebogen. Es ist einfacher Blumendraht. In die Mütze rein. Und dann einfach mal rumbiegen und sehen, was passiert. Oh. Hat was. Das hat was. Aber ich biege das Draht rum und stopfe es da rein. Aber so, dass das Draht nicht rauskommen kann. Ich habe es innen drin in eine Runde gedreht, damit es nicht rauskommt. So. Und dann kommt er rum. Sehr gut. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und das kommt wieder in meinen Topf. Wer weiß, was noch kommt. Jetzt müssen wir einmal kurz den Tisch sauber machen. Gut, und jetzt können wir eigentlich an unserem Wichtel weiterbauen.
Das heißt, jetzt kommt der Bart. Bei dem Bart machen wir das auch so, dass wir oben längs machen. Und wie gesagt, einmal außenrum. Das genügt in der Regel ja auch schon. Ja, außer man hat Heißkleber an den Finger. So. Und dann genau darauf, wo wir die Naht hatten. Gut, das hätten wir und jetzt kommt nämlich erstmal die Mütze. Die muss ja auch darauf. So, das heißt, ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr von meinem Stoffzeug haben. Und zwar links. So darauf, machen uns ein Loch in der Mitte. So. Jetzt wird es ein bisschen kriminell. Wir müssen nämlich einmal die Mütze ausrichten. Und dann machen wir ein bisschen Heißklebe hin. Ziehen die Mütze runter. Und kleben sie da fest. So, dann haben wir hier zwei Längen. Franzen die Enden so ein bisschen aus, weil da ist so ein, ja weiß ich auch nicht, irgendwie was drinne und das wollen wir ja nicht so unbedingt gerne sehen. Deshalb fransen wir das aus. So, und jetzt machen wir einmal hier. Lassen ihn runterhängen. Gehen darum. Und machen hier. Ich glaube, ich sollte hier vorne auch einen machen. Sagt mir mein Bauchgefühl. So. So, das wäre dann von vorne. Jetzt machen wir dasselbe von hinten. Seite liegen auf dem Kopf. Lassen die Seiten runterhängen. Suchen uns die ungefähre Mitte. Machen einmal die Mitte fest. Heiß ist nicht schön. Da. Gibt immer so wunderschöne Brandblasen.
Und jetzt haben wir das hier angeklebt. Jetzt drehen wir die Enden umeinander. Machen ein bisschen Klebstoff am Ende. Ihr dürft allerdings nicht ganz runterdrehen. Dasselbe wird auf dieser Seite gemacht. Auch umeinander gedreht. Das ist auch Müll eigentlich, aber wenn man das Innenleben da rausnimmt, da ist auch noch was drin. Dann kann das nochmal wieder als Füllmaterial dienen. Plastik natürlich nicht. So, jetzt sieht unser Wichtel doch schon mal ganz annehmbar aus. Habe ich hier so eine Holzperle, die nur ein Loch hat. Das heißt, nein, gelogen, sie hat zwei, auf der Spitze auch, aber das macht nichts. Und ich denke, das könnte gut die Nase sein. Weil ich denke, so eine mega große Nase, braucht er die? Ich finde nicht. Oder? Dann fehlt ihm was. Muss schon. So, ich habe nur unten das Ausgefranste ein bisschen weggeschnitten. So. Und die Enden, die normalerweise dann auf dem Boden liegen würden, die schneide ich auch weg.
beiden Seiten. Für die Beine habe ich mir einen Strickschlauch gekauft. So, das soll ja ein Kantenhocker werden, also braucht er ja etwas längere Beine. Dann würde ich sagen, ungefähr so. Leg ich mal hin. Ja, ungefähr so. Länger dürfen die nicht. Glaube ich. So, das ist eins. Das ist zwei. So, der Rest wird wieder ordnungsgemäß weggepackt. Man weiß ja nie. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier zwei Stück Strickschlauch auf 14 cm geschnitten. Also, ich habe jetzt meine Schuhe etwas anders gemacht. Und zwar habe ich Filz genommen, doppelt gelegt. Ich habe mir eine Schablone gebaut. Nach dieser Schablone habe ich das ausgeschnitten. Kleinen Moment, ich zeige euch gleich was. So. Ich habe es doppelt gelegt. Das ist bei meiner Schablone auch. Ich hätte natürlich auch so drauflegen können. So, ich habe es aber von der schnellen Variante gemacht. Ist manchmal nicht so gut, aber es geht. So, jetzt macht ihr euch da ein bisschen Heißklebe drauf, faltet das zusammen, drückt es vor allen Dingen zusammen. Das ist der Stiefel. Dann habe ich bei mir vom Stiefel jetzt noch ein Stück abgeschnitten. So. Das hatte ich vorhin auch. Da habe ich mich nämlich ein bisschen mit dem Kleber vertan. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil das kann man nachkleben. Solche Stellen sind nicht schlimm. So. Schneiden wir das da eben weg. Siehst du mal. So. Jetzt schneide ich hier hinten noch ein Stück weg. All das, was dicht an der Klebe ist, also was über der Klebe wegsteht, habe ich weggeschnitten. Die Fußsohle ist klar, die stimmt. So, jetzt in umkrempeln. Es soll ja so durchgesteckt werden. Die Schuhe und alles so ein bisschen in Form bringen. Und jetzt stopfen wir wieder die Löcher mit Resten. Weil wir müssen den Schuh ja so ein bisschen auffüllen. Und da brauchen wir auch nicht allzu viel. Und deswegen reichen auch wieder hier die Reste. Gut. Der Fuß ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, weil der soll da rein.
Und das geht ja auch nicht so einfach. Da muss die Schere dann hier rein, weil ich habe den ja schon gestopft. Aber ich muss bis ganz unten runter, weil sonst kriege ich es da ja nicht rein. So, ich glaube, ich habe es. Warte mal. Da passt noch irgendwie was rein. Das müsst ihr ausprobieren, wie viel da rein muss. So, ich glaube, das genügt. Dann machen wir da auch wieder Heißklebe rein. Dann Bein ist drin. Jetzt haben wir ja noch diesen Streifen. Die Maße, wie gesagt, findet ihr alle in meinem Blog. Auch die Schablonen mache ich dahin. Weil wie gesagt, die so, da fangen wir von hinten an. Einmal so rum. So, und auf diese Weise hat der Stiefel sein. Und jetzt kriegt er eine Hand. Und dafür habe ich mir, wie gesagt, geschnitten. Habe die wieder nur Außenrand mit Kleber versorgt. Auf die Seite gelegt. Und so angepasst, ein bisschen lange gebraucht. Jetzt haben wir ja den Handschuh dran. Jetzt brauchen wir noch mal so einen Streifen. Der ist ja extra nur für den Handschuh geschnitten. Wie gesagt, Maße kriegt ihr. Und der kommt oberhalb von dem Handschuh. So. Siehst du wohl. Dann hat er seine Handschuhe. Mal gucken hier.
eigentlich. Das mache ich gleich auf der anderen Seite auch. Weil ich glaube, dass das besser ist. Irgendwie haut er mir immer ab. Und bleibt nicht an der Stelle, wo ich ihn haben möchte. So. Gut. Kommen noch die Beine dran. Die werden zum einen, machen wir das jetzt drauf, zugeklebt. Machen wir hier auch, aber quer zu vorne. Also quer zu vorne, weil der muss ja runterhängen, ne? So. Und die müssen ja jetzt noch hier unter. Und dann würde ich sagen, einer kommt dahin und einer kommt dahin. So. Nummer 1. Das müsst ihr natürlich einen Augenblick festhalten und ist auch ein bisschen umständlich. Und Nummer 2. Da braucht ihr ja nur ein bisschen Klebe. Und fertig ist der Kantenhocker. Also es ist nicht schwer, sowas selber zu machen. Jetzt nehmen wir mal den Kamm. Ich finde, weniger ist mehr. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!